Hallo. Wunderschönen guten Tag. Ich bin hier in meiner Praxis und möchte ich auch gerne ein paar Botschaften heute für euch weitergeben. Einen Augenblick, ich sende diesen Livestream für meine Freunde einmal markierten und dann bin ich gleich wieder da für euch. Und wenn du da bist, dann kannst du auch gerne dieses Video teilen, weil in meinem Video, das gibt so viel Heilung da drin. Also ich freue mich sehr, dass du dieses Video weiter teilen für deine Liebe mit Menschen bei dir. Ja, ich bin gleich da. Ja, hallo, ich bin wieder da und möchte ich heute sehr gerne eine Botschaft geben. Ich habe von letzter Zeit sehr viele Anfragen bekommen, wie ich deine Jumali-Selbstheilung und wie ist deine Arbeit? Wie machst du das? Was ist anders in deiner Methode? Und ich wollte heute auch diese Erfahrung geben, dass bin ich mit dem Körper arbeiten und bin ich auch intuitiv Mentorin für verschiedene Coaching-Beratungen. Also ich mache sehr viel mit dem Körper arbeiten und mit dem Reflexsonne. Das ist unglaublich schöne Dinge, dass man alles hier im Gesicht, im Kopf, in schneller, kurzer Zeit wieder richtig aktivieren werden. Und wir aktivieren die Gehirn, unseren Verstand, wieder einen Klang mit dem Herzenraum. Und durch diesen Herzenraum, dann kommt so viele Öffnen. Öffnen dein Herz. Und hier drin ist so viele Themen. So viele Probleme, dass wir unterdrücken. Wir wollten nicht wahrnehmen. Wir wollten nicht mal sehen, hören. Also einfach verschieben, verschieben, verschieben. Und bin ich noch immer empfänglicher, wenn ich für eine mit dem Gesichtsreflexsonde arbeite, dann meine Nase so läuft. Weil die hat so viel im Kopf von die Klienten. Die hat so viele Probleme, immer gelagert. Immer auf dem Kopf, so voll. Und dann, wenn sie kommen zu mir, dann ist diese Entladung, Entleerung. Ja. Und mit Energie arbeiten, hallo, die hören, mit dem Energie arbeiten, dann ist man auch nicht nur hier in außen von dem Aura arbeiten, sondern ist man richtig in dem Körper, in dem Haut drin arbeiten. Und so viel vergessen, vergessen die Körper, die wunderbare Körper, unsere Körper. So wertvoll, so liebevoll zu uns ist. Und wie kann man das vergessen? Wir wollten immer mehr weitermachen, mehr tun und für andere tun. Aber unsere wundervolle Körper mit einem Tag kleiner Unfall passiert, irgendwas im Leben passiert, dann kommen wir wieder zurück nach Hause und dann fragen, was ist los? Was ist in mir los? Und glücklicherweise ich habe auch mit den verschiedenen Werkzeugen
um die Selbstheilung in euch aktivieren kann. Also dort die Bilder, die Energiebilder. Manche hatten für mich geschrieben, wenn ich dich sehe, das geht mir so alle wieder gut. Und das ist wundervoll. Ja, das ist einer von diesen Energiebildern. Oder durch die Musik, durch diesen Klang. Ich habe immer für meine Klienten schöne, kurze Meditation gegeben, als sie nach Hause kommen. Und dann können sie auch mal wieder neu speichern in Unterbewusst. Hallo. Und deswegen, diese Schwingung, diese Erhöhungsschwingung weiter erneuert, übergeschrieben im Gehirn, im Unterbewusst, was neu speichert, nicht die alte. Oder die Klinte kommen mit dem Kiefer so lange schief, lange automatisch diese Problematik, diese Kieferprobleme. Das gibt so viele bei Klienten. Und glücklicherweise, dann kann ich auch immer diese schöne Rückmeldung bekommen. Oh, meine Kiefer ist wieder in richtig Zustand. Also ich kann noch mehr öffnen. Diese Kiefer, ne, die ist nicht so einbleiben. Und wenn man richtig die Punkte aktivieren, dann öffnen sie. Sie kann auch noch besser reden, besser Stimme rausgehen. Und das ist auch wunderbar. Und da habe ich selbst gelernt durch bald 10 Jahre. Und diese ganze Erfahrung, wo ich habe, dann möchte ich auch gerne für euch weitergeben mit dieser Ausbildung. Ju Mali Selbstheilung. Und das ist wundervoll. Und wenn du lernst, das ist nicht nur für dich, sondern du kannst auch für deine Familie, deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deine geliebten Menschen, deine Mutter, Vater weiter verwenden. Und nur wenn du lernst, dann kannst du auch weiter helfen, diese Anwendungen. Und das ist auch sehr, sehr wundervoll. Das ist so magisch. Und ich habe auch von einer Klientin gefragt, oh, meine Kapazität ist so gering. Ich kann nicht mehr rein in meinen Kopf. Ist das schon alles voll? Ja, was macht man dann? Dann kann man auch runterkommen. Alles, was voll im Kopf ist, rau mit dem alten Müll. Ja, dem alten Müll. Und dann neu abtesten, was jetzt brauchen, was nötig für uns ist. Und das ist alles möglich. Alles hier und jetzt passieren. Hauptsache, dass du diese empfangen. Möchtest du das haben? Möchtest du bekommen? Oder du wolltest nicht wahrnehmen? Und ich bin Mentorin. Und mehr mit Mindset arbeiten und in meine Coaching. Aber ich habe immer diese Körperarbeiten noch dazu packen. Weil die komplette Körper, Geist und Seele, was macht mit unserem Körper? Und deswegen nach der Behandlung, die Gäste ist so wundervoll strahlen. Sie strahlen ihre Wesen und glücklich. Also das liegt in die Klienten ist eingeschaltet. Und bin ich auch sehr glücklich, dass ich solche Gesichter sehen kann und erlauben, diese Erneuerung, was die überhaupt gar nicht vorstellen. Also sie hat gesagt, ich komme zu mir nur, weil möchte ich gerne Massage. Weil mein Körper so erschöpft und müde. Aber das kommt heraus. Das ist Erwachen. Ich wach auf. Ich schlafe nicht in alter Ich früher, sondern ich weiß, wie wertvoll ich bin. Wie wertvoll ich bin. Wie
glücklich ich bin, wie genug ich habe. Ich habe so viel. Aber warum sehe ich nicht? Und deswegen, ich freue mich riesig, in meinem Seminar am Ende Monat hier in meiner Praxis Jumali Selbstheilung, 2 Tage, Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr euch herzlich einladen. Ja, das ist sauber. Sauber Begegnung und sauber dieser Quantensprung, das wir erleben können. Also ich wollte sagen, nicht, dass du so viel Erwartung haben. Ich habe auch nicht gedacht, dass es so gut, so läuft, so wundervoll ist. Aber ich habe so viele schöne Rückmeldungen von meinen Kunden bekommen, von meinen Klienten bekommen. Und deswegen dieser Impuls, dass ich heute, hier und jetzt sofort euch weitergeben. Das ist Wunder im Leben. Also ich lebe das Leben und das Leben ist ein Wunder. Und das ist ein wunderschönes Geschenk, dass wir hier leben dürfen. Und noch schöner im Leben genießen. Ja, das war diese Botschaft von heute. Und ich freue mich riesig, dass ich die Rückmeldung von euch bekomme. Und wenn du gefallen mit diesem Video ist, dann kannst du auch gerne teilen. Dann teilen ist heilen. Also, alles, alles Liebe, deine Ming. Em chào chị Ngọc Huyền. Chị Ngọc Huyền có nhắn gửi gì không? Sẽ vào nhóm Jumali Zephailung. Em sẽ nói chuyện tiếng Việt trong nhóm bây giờ chị nhé. Em yêu chị và gửi lời hỏi thăm đến tất cả mọi người đang ở Việt Nam. Các bạn sẽ vào trong nhóm Jumali tự chữa lành. Mình sẽ vào đó và chia sẻ một chút kinh nghiệm ở trong đó nhé. Tôi yêu các bạn.